Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Was haben wir hier? Einen ganz kleinen Kollegen bei uns in der Werkstatt und zu uns gebracht worden. Immer wieder geht der Motor während der Fahrt ohne Vorankündigung aus. Was uns aber direkt aufgefallen ist, ist eine sehr hohe Drehzahl. Über diesen Fall wollen wir heute mal berichten. So, und da stehen wir jetzt auch schon vor der riesen Motoröffnung und Klappe. Dazu muss hinten die Heckklappe aufgemacht werden und so weiter. Und man kann hier an eine kleine Notöffnung rankommen. Prinzipiell, wenn man im Auto arbeiten will, heißt das hinten Stoßstange runter und so weiter und sich erstmal Platz schaffen. Ja, der hat eine erhöhte Drehzahl, da hatten wir ja eben drüber gesprochen. Wir gehen jetzt mal auf die Suche und schauen, was die erhöhte Drehzahl vielleicht ausmacht. Und werden den Motor dann mal absprühen, werden Fehler auslesen und mal in die ganze Geschichte reingucken. Oder Fehler hat es, glaube ich, schon ausgelesen heute Morgen. Genau, Speicher war null. Gut, okay. Aber Drehzahl sehr hoch im Stand. Wir werden mal Live-Daten OBD abfragen und mal gucken und erstmal schauen, ob irgendwo Nebenluft gezogen wird oder ob vielleicht eins der Steuergeräte, Luftmassenmesser oder der Ventile, sag ich mal, der Luftventile, Motorentlüftung und so weiter, ob da eine Problematik besteht. Und dann wissen wir gleich auf jeden Fall mehr. Wir halten Sie auf dem Laufenden. So, das Erste, was uns direkt auffällt, wir ziehen mal Öl oder den Ölmessstab und auch hier gähnende Leere. Vielleicht ganz wichtig an der Stelle zu sagen, bei den Smarts muss man aufpassen, 600 Motoren, auch 700 Motoren, die dürfen auf keinen Fall überfüllt werden oder Öl an die Maximalmarkierung im kalten Zustand. Das ist bei diesen Motoren tatsächlich sträflich. Dann kommt das bis hin zu Situationen, wo die Kuppelwelle tatsächlich ins Öl schlägt, weil die Kunden zu viel einfüllen. Also hier lieber hergehen, sich an der Minimummarkierung oder kurz darüber halten und im warmen Zustand dann auch mal nachmessen, wenn das Auto auf wirklich ebener Fläche steht, ob die Ölmarkierung, obere Ölmarkierung nicht deutlich überschritten wird. Das sollte man also bei diesen Motoren auf jeden Fall im Auge behalten und führt nicht selten zu Motorschäden, wenn man da Missachtung walten lässt. Okay, wir gucken mal weiter, was wir sonst noch finden. So, also wir haben jetzt schon ein paar Fehler gefunden. Erstens, Sekundärlufteinspritzung, Schlauch hier komplett abgezogen, runtergefallen. Haben wir drauf gemacht, hat nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Dann machen wir den Motor mal gerade an. Jetzt ist er schon ein bisschen warm, die Drehzahl geht natürlich ein bisschen runter. Der Motor versucht, die auch runter zu regeln mit aller Gewalt. Und wir haben den Motor jetzt mal abgesprüht. Und wir sprühen einfach mal drauf und dann sehen Sie auch mal, wie sich das verhält. So, wenn im Lufttrakt, wenn Sie da was absprühen, dann sollte normalerweise keine große Veränderung stattfinden, außer Sie kommen jetzt in den Bereich des Luftfilters und der saugt dann auch dieses angesprühte Mittel mit an. Aber hier in dem Fall ist, das hat einer auseinander gehabt und hat vergessen, scheinbar hier ein paar Dichtungen einzubauen. Ja, fehlt eine Dichtung. Der Motor versucht natürlich immer irgendwie künstlich die Drehzahl runterzukriegen, aber so hat er natürlich keine Chance. Also hier ist sicherlich mal montiert worden und der ein oder andere Fehler gemacht worden. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, jetzt sind wir unterm Smart und jetzt haben wir den nächsten Fehler gefunden und zwar die Steuerleitung hier unten. Ich versuche das mal hier sichtbar zu machen. Hier unten drin, wo jetzt dieser Stabgreifer hier dran hängt, das ist ein Schlauch. Gucken wir mal, ob wir sehen können. Hier habe ich den Schlauch in der Hand. Und jetzt versuche ich es mal groß zu ziehen. Hier sehen Sie so diesen kleinen Pin hier oben dran. Da hier hoch führt er, dieser kleine. Da sollte normalerweise dieser Schlauch drauf. Ne? Und der ist dafür eigentlich da, um nachher unseren Lader regeln zu können. Das tut er jetzt so natürlich nicht. Also haben wir hier den nächsten Fehler, der dafür Sorge trägt, dass wir hier keine Leistung bekommen bei dem Auto. Also ein Sammelsurium von künstlerischen Arbeitsgängen, die dazu führen, dass so ein armes Auto nicht laufen kann. Ne? Also zurück zum Thema. Auch das werden wir jetzt erstmal versuchen, mit filigranen Fingern wieder in den Griff zu kriegen, den Schlauch da aufzustecken. Ölverlust haben wir auch an etlichen Stellen. Gut, das ist aber erstmal sekundär jetzt. Das kommt hier aber vom Laderluftkühler um. Okay, alles klar. Ja, also schmeißt du da auch ordentlich Öl schon raus. Ja. Ja.
Vielleicht auch kurz zu erwähnen, jetzt nicht unbedingt smart-typisch, aber wenn Turbolader im großen Stile Öl schmeißen und ist ein Lader, dessen Welle mit Gleitlagern arbeitet, also nicht mit Kugellagern, wie Motorsport-Turbolader zum Beispiel das bewerkstelligen, dann ist das oftmals auch ein Indiz dafür, vorausgesetzt die Motorentlüftung und alles ist in Ordnung, dass die Gleitlager im Turbolader verschlissen sind. Und dann fängt er an, über dieses zu große Laufspiel, wenn die Welle rotiert, Öl über diese Gleitlager in den Druckkreis des Ladedrucksystems reinzudrücken, sag ich mal. Und klar, typisches Indiz immer dafür, dass die Turbolader so im Herbst ihrer Lebenszeit sind. Das mal so am Rande. Okay, wir machen mal weiter an unserem Smart und schauen da mal, was uns sonst noch begegnet. Also wir haben den Pollenfilter gewechselt, dazu muss die komplette Front runter. Daher wird sich diese Arbeit auch gerne gespart und dementsprechend sieht auch der Pollenfilter aus. Dabei haben wir dann direkt festgestellt, der Pollenfilter klitschnass und am Schimmeln. Warum? Wasser ist reingelaufen, die Verschlüsse waren nicht richtig zu, weil entweder war der falsche Pollenfilter, ich weiß der jetzt gar nicht. Unten gar nicht in der, gut, okay, dann war die Klammer, haben sie unten nicht dran gekriegt, genau. Dann wird es so gewesen sein. Genau. Dementsprechend kriegt er natürlich dann von unten Spritzwasser und so weiter ab, klitschnass das Ding. Am Schimmeln, genau das, was man natürlich als Fahrer haben möchte. Gut, das ist beseitigt. Bremsflüssigkeit, gucken wir uns gerade mal an. Ist regelmäßig gewartet worden, das Auto, so hieß es zumindest. Hier macht man einen ganz einfachen Test, da brauchen wir gar nicht weiter rein, Vollanschlag. Ne? Das heißt, wir haben Wassergehalt mehr als 4%. Wir können jetzt gleich nochmal mit einem anderen Tester messen, wo der Siedepunkt tatsächlich liegt. Aber hier ist schon ganz klar, Bremsflüssigkeit muss raus. Ne? Also damit kann man keinen mehr auf die Straße lassen. Höchst gefährlich. Okay, das erstmal so viel zum Thema Autos ordentlich gewartet. Jetzt sind wir also wieder an unserem Smart und jetzt haben auch die Zündkerzen gewechselt. Bei den Zündkerzenwechseln muss man vielleicht sagen, der Bursche hier hat ja 6 Zündkerzen. Die sind ein bisschen unglücklich zugänglich. Man muss also hinten das Heck öffnen. Das heißt, die Stoßstange hinten genau muss abgebaut werden. Insofern vertut man sich dann immer ein bisschen, wenn da ein paar Euro mehr für Zündkerzenwechsel draufstehen bei den Rechnungen. Aber das hat auch seinen Grund, weil man muss den Motor erstmal freilegen, um da dran zu kommen. So, jetzt sind die Zündkerzen gewechselt. Hier auch bei dem klassischer Fehler, was man sehen kann, die Zündkerzenstecker sind nicht mit entsprechendem Werkzeug demontiert worden und dementsprechend sind auch die Kabel eingerissen und mit Klebeband und Isolierband umwickelt. Genau, also hier kann man sehen, dass die mit Klebeband mal umwickelt worden sind. Das ist immer ganz klassisch, weil die dann mit nicht vorhandenem Demontagewerkzeug dann versucht werden rauszuziehen und dabei werden dann die Stecker abgerissen. Die kosten richtig Geld im Verhältnis hier bei den Smarts. Insofern sollte man sich diese Werkzeuge zulegen. Die kriegt man Zubehör für 25 Euro, sag ich mal. Die Original-HZ-Werkzeuge liegen um die 40, 50 Euro oder teilweise mehr. Aber das günstige Werkzeug reicht in dem Fall durchaus, um eine sichere Arbeit abzuschließen. Ja, jetzt haben wir die 6 Zündkerzen auch noch gewechselt. Stoßstange ist wieder dran, Auto ist soweit fertig und das Ergebnis dürfte sein, so Gott will, dass er jetzt mit vernünftiger Drehzahl läuft und nicht bei 3000 Umdrehungen hängt, nachdem auch die ganzen anderen Schäden soweit beseitigt worden sind. So, jetzt geht's ab. Gleich wird die Drehzahlregelung aktiv und dürfte den Motor eigentlich runterregeln. So soll es dann zumindest sein, wenn er ein bisschen Temperatur aufgenommen hat. Die erhöhte Startdrehzahl ist natürlich dafür da, um den Motor erstmal sauber ans Laufen zu bekommen und auch möglichst schnell Abgastemperatur für den Cut zu erzeugen, Laufruhe zu erzeugen. Und wenn dann so ein bisschen Thermik da ist, dann dürfte eigentlich die Drehzahl so langsam absinken. So, also laufen tut er schon mal sehr gut. Verbaut wurden NGK-Zündkerzen, da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit der Qualität von NGK, auch für andere PKWs, soll keine Schleichwerbung sein an der Stelle, ist einfach nur unsere Erfahrung mit dem Hersteller. Hier ist dann unser Typenschild entsprechend immer drin, da ist jetzt Regel darunter. Ja, so soll es eigentlich auch sein. Hier markieren wir dann immer, was ist gemacht worden, wann. Auch dafür, falls der Nächste die Inspektion machen möchte und kein Heftchen da ist, dann weiß ich genau, was ist bei der letzten Inspektion gemacht worden. Ja, ich würde auch da wieder sagen, genau. Operation gelungen? Ja. Ja? Ja, Operation gelungen. Auch sehr gut.
Drehzahl, der hatte ja vorher ungefähr Standdrehzahl 2500 bis 2800 Umdrehung. Ja, genau. Dadurch, weil der überall falsch hochgezogen hat, Das haben wir ja behoben und jetzt läuft der schon sauber. Ja. Alles klar. Okay, das war's von Red Hat Zylinderkopftechnik. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie uns, würde uns sehr freuen. Dann ist die Arbeit nicht ganz umsonst, die wir hier machen. Und ansonsten, wie immer, Gruß in die Welt, machen Sie es gut. Bis dahin, ciao.